Es gab später einen spöttischen Text gegen die Generäle unter Pinochet, die das Land verraten haben. Und ich singe jetzt eine Version aus neuerer Zeit, die sich an die gesamten 5 Kontinente dieser Welt richtet. Auf 5 Kontinenten werden die Menschen immer mehr, die begriffen haben, dass wir auf neue Weise lernen müssen zu denken, wenn wir diese Erde noch retten wollen. Ich habe zwar in der Gegenwart manchmal das Gefühl, es werden wieder weniger, aber wir müssen alles dafür tun, dass sie wieder mehr werden. Und dass nicht die das Sagen haben, denen es eigentlich nur um ihr Bankkonto geht. Und das ist ein Spottlied und deshalb bitte ich Sie, mit mir zusammen zu spotten. Und wenn es geht, so richtig laut, Sie müssen nicht schön singen. Wir haben damals während der Zeit der Pinochet-Diktatur gesagt, wir wollen das so laut rufen, dass dem Pinochet in seinem Palast in Santiago de Chile der Putz von der Decke bröckelt. La batea, tea, que barbaridad, se menea, nea. Also tea und nea, ich schreibe es nicht extra an. Ja. Wir machen es nochmal, jetzt mal ohne mich. La batea, tea, que barbaridad, se menea, nea. So, wenn wir das jetzt alles noch ein bisschen kräftiger und lauter machen, vielleicht auch ein bisschen hässlicher. Wir wollen denen ja kein Ständchen singen, den Leuten, wir wollen sie ja verspotten. Also, denken Sie vielleicht bei dem Lied mal an irgendjemanden, den Sie, na, so richtig von Herzen überhaupt nicht leiden können. Ich kenne Ihren Chef nicht persönlich, aber was soll es, ja. Lassen Sie mich nicht im Stich, die Stelle kommt 2-mal im Lied. Ich bin vorher ganz aufgeregt. Vielen Dank schon im Voraus, Matthias Nitsche, Bogen Cantare, lateinamerikanische Musik. Der Abschluss des heutigen Programmes vor unserem letzten Lied, was wir gemeinsam singen. Por vos cinco continentes.